Hallo Leute, hier bin ich mal wieder, euer RC Warlord. Ja, ich sitze wieder mal in meinem Keller. Warum sitze ich heute hier? Nun ja, also ich freue mich ein wenig. Ja. Erstmal muss ich mich entschuldigen, ich wollte ja eigentlich letzten Samstag ein Video machen, das ist alles ein bisschen in die Hose gegangen. Außerdem war ich ab Dienstag oder Mittwoch auch krankgeschrieben. Also mich hat eine Erkältung dahingerafft. Ist ja nicht so wie bei anderen Leuten bei mir, ja. Wenn andere Leute eine Erkältung kriegen, dann kriegen die so ein bisschen Erkältung. Und ja, dann kann man immer noch arbeiten gehen. Ja, mir haut es immer völligst die Füße weg. Ich weiß ja nicht warum, was ich meinem Schicksal getan habe, dass ich immer so gestraft werde. Also bei mir war es extrem schlimm wieder mal, ja. Da war nichts mehr mit Arbeiten. Und ja, wie gesagt, ab Dienstag... Oder, nee, Mittwoch. Mittwoch, glaube ich, war ich dann krankgeschrieben. Bis einschließlich heute. Morgen kann es dann wieder losgehen. Ihr hört ja selber, Stimme und Nase ist noch nicht so da. Also, momentan lebe ich nur mit Nasenspray. Ansonsten würde ich sterben, ja. Weil, wenn ich keine Luft durch die Nase kriege, denke ich, ich verrecke. Ganz schlimm. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen kein Video, weil es mir schon die ganze Zeit so scheiße ging. Ja, ich habe mir letzte Woche was bestellt, darum sitze ich heute hier. Ein Bausatz. Und, tja, er kam und kam nicht, irgendwie hat sich da irgendwas verzögert, aber heute kam der Postbote und das ist jetzt ungefähr, naja, 20 Minuten her. Deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal ein kleines Unboxing über das werte Auto, was ich mir jetzt bestellt habe. Und... damit ihr alle seht, um was es geht. Ah ja, gut. Damit ihr seht, um was es geht. Ihr wisst sowieso schon alle, um was es sich für ein Auto sehr wahrscheinlich, Entschuldigung, sehr wahrscheinlich handelt. Ja, wie gesagt, es werden dann demnächst Videos folgen noch. Ja, ich muss mal sehen, wie ich das zeitlich dann auf die Reihe kriege. Momentan, so wie mein Arzt gesagt hat, ist auch nichts mit Training. Also ich sollte diese Woche auf alle Fälle nochmal die Füße stillhalten. Diese Woche habe ich auch Frühdienst. Also vielleicht kommen da auch noch ein paar Videos unter der Woche, vielleicht, weil trainieren kann ich nicht, was mich ja ganz der anfuckt, ja. Jetzt schon wieder anderthalb Wochen oder fast zwei Wochen verloren, ja, wegen dieser scheiß Erkältung. Tja, das wirft einen wieder zwei Wochen zurück, das nervt natürlich ungemein. Aber egal, wir holen jetzt mal das Paket her. Da ist das gute Stück. Wir werden das jetzt mal aufmachen. Ja, ich bin so gespannt. Ja, ich bin wirklich so gespannt. Ich habe mir, ohne Scheiß, ich habe mir kein anderes Video oder so jetzt auch nicht vom Leser, nur so stellenweise. Das Siegel ist sogar noch dran. Ja, wie gesagt, das kein Video angeguckt über dieses Auto. Ta-da-da-da. So, da ist das gute Stück. Wir holen mal raus. Den Karton brauche ich gar nicht. Ups. Da ist er. Ja. Also, Ansmann Virus ST heißt Virus Stadium Truck. Weiß ja jeder, denke ich mal. Das ist das gute Stück. Ein Bausatz. Ja, ich freue mich. Wir machen den jetzt mal auf weiter und gucken mal, wo der... Ah ja, okay. So. Ja, da ist er. Oh, diesmal haben sie sogar einen schönen Schlüssel dabei für die Räder. Und dann der Rekordbogen mit, ich denke mal, Aufbauanleitung.
Sieht nicht schlecht aus. Ja. Tun wir mal zur Seite. So. Die Reifen, die sind schon verklebt, so wie es aussieht. Nein. Sind noch nicht verklebt. Die müssen also noch verklebt werden. Also ich finde die Reifen schon mal schön. Ja. Sind halt so Orterra-Reifen. Also für Straße und für Gelände. Also finde ich nicht schlecht. So, dann packen wir die mal zur Seite. Also wie ich schon gesagt, ihr müsst echt meine Stimme entschuldigen. Mir geht es echt nicht so gut. So. Da haben wir den Heckflügel. Ja, schönes Teil. Tun wir auch mal zur Seite. Ja. Hier, das dürfte die Radioplatte sein. Für Empfänger und so ein Kram. Und wo die Servos rankommen. Wobei ich sagen muss, also ich habe bis jetzt mir für dieses Auto noch nichts weiter gekauft. Also auch noch keinen Motor, noch keine Servos. Ja. Servos weiß ich noch nicht. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir die Bluebird holen möchte. Ich habe hier aber jetzt noch ein niegelnagelneues Servo von HPI. Und halt, das hatte ich ja im letzten Video gesagt, auch noch ein billiges Japan-Servo. Vielleicht baue ich auch diese beiden Servos erstmal ein. Solange bis, ja, bis die kaputt sind. Aber das weiß ich noch nicht. Also eigentlich hätte ich doch schon gerne zwei Bluebird-Servos. Aber da werden wir mal gucken. Motor, kann ich euch schon mal so viel verraten. Es wird auf alle Fälle ein Force werden. Ein 28er Black Series. Kostet, glaube ich, 94 oder 84 Euro. Ja, also kein relativ großer Motor, eigentlich normal. Kein kleiner, kein relativ sehr großer, halt so ein Zwischending. Also ich denke, das reicht völlig für dieses Auto. Hier haben wir den Tank. Brauche ich eigentlich alles nicht zu zeigen, das wisst ihr alles selber. Hier haben wir die Karo. Gut, die muss noch ausgeschnitten werden. Aber das ist kein Problem. Sie muss ja nicht lackiert werden. Da habe ich ja so meine Probleme. Zack, weg. Oh, hier sind die Stoßdämpfer. Mein lieber Mann. Ey Leute, also ganz ehrlich, die sehen noch mächtiger aus als vom Overheater irgendwie. Auf jeden Fall Aluminium und einstellbar. Das ist schon mal viel wert. Moment. Ich muss hier so komisch sitzen. Nee, das ist alles scheiße. So. Wir machen das mal so. So ist das besser. Ja. Okay, also die Stoßdämpfer sehen schon mal schön aus. Wie gesagt, die kurzen für vorne, die langen für hinten. Ist ja ganz klar. Also die Stoßdämpfer sehen schon mal schön aus. Definitiv. Hier haben wir das Reso. Und die Kupplungsglocke. Krümmer, alles schön in mattschwarz. Das finde ich sehr geil. Ja, also nicht so poliert. Weil das Polierte, Leute, ganz ehrlich, das sieht zwar so ganz schön aus, wenn das Ding neu ist, aber puh, es kommt, ich krieg kaum Luft, ey. Oh, sorry. Wenn da ein bisschen Schmutz oder Staub oder Feuchtigkeit drauf kommt oder so, sieht das Ding so schnell so scheiße aus. Ja, wegen der Hitze, weil das ja dann da drin, also einbrennt der ganze Dreck. Ja, das ist halt immer ein bisschen traurig. Ja. Ansonsten, schöne Sache hier in matt-schwarz. Also das gefällt mir sehr gut. Ja. Aha. Ja. Okay, also ich
Ja, wie ihr sehen könnt, hier haben wir die ganzen Dämpferbrücken und Antriebsknochen, Lager. Noch vorne der kleine Frontwomper. Ja. Ich will das jetzt natürlich noch nicht auspacken, weil dann habe ich die ganzen einzelnen Tütchen. Das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Hier haben wir die Querlenker und alles. Ja. Differenziale, alles drin. Ich bin ja mal wirklich. Also ich persönlich bin ja wirklich mal gespannt. Der Luftfilter, auch mächtig groß. Ja. Also wie gesagt, was ich sagen wollte, ich bin ja mal gespannt. Also ich habe jetzt, das ist mein dritter Bausatz von Ansmann. Wenn der Bausatz genauso gut ist oder besser noch, wie vom Kryptonite, dann ist das eine super Sache, weil der Bausatz vom Kryptonite war wirklich sehr gut. Es haben auch keine Teile gefehlt, ja. Im Gegensatz zum Terrier 1, da brauche ich ja nicht näher drauf einzugehen, da habe ich schon 100.000 Mal drüber geredet. Das ist ja kein Wort mehr wert. Wie gesagt, soll ich es schon auspacken? Soll ich mal reingucken? Komm, wir machen es mal auf. Was soll's? So, also ich hole euch mal vielleicht ein bisschen näher ran. Naja, oder vielleicht doch so. Ja, also wie gesagt, Leute, hier die ganzen Querlenker. Feine Sache. Also von den Querlenkern sieht es wirklich so aus, als ob er wie vom Kryptonite, vom Virus, vom Buggy sind die oberen ein bisschen kleiner, denke ich. Aber beim Kryptonite könnte das hinkommen. Aber naja, egal. So, hier haben wir die Anlenkung oder die Aufnahme für die Räder. Ja. Wie gesagt, wieder mit den berühmten Kugelköpfen und mit diesen Imbusschrauben, wo man halt sehr doll aufpassen muss. Ich packe das jetzt natürlich nicht alles ganz auf. Ihr seht das jetzt natürlich alles ein bisschen schlecht. Aber ich will ja nur mal reinschauen. Ja, hier sind die Differentialboxen. Also bis jetzt, so was ich sehe von der Verarbeitung her, was man halt so durch die Tüten erkennen kann, Näheres kommt halt erst beim Aufbau. Sieht das alles bis jetzt sehr toll aus. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue, ja. Ich habe echt wieder mal richtig Bock da drauf. Ohne Scheiß. Hier die Differentiale, ja. Werden wir natürlich noch mal aufmachen, werden noch mal reingucken wegen den Abdichtungen, ob die richtig sitzen, also der O-Ring von dem Differentialgehäuse. Werde ich auf alle Fälle mal aufschrauben und werde mal reingucken und ja, damit wir da auf der sicheren Seite sind, nicht dass man, ihr wisst ja selber, was das für ein Aufriss ist, wenn da irgendwas nicht richtig stimmt oder so, das alles wieder auseinanderzubauen, ist ja nicht in 2 Minuten gemacht. Das ist ja ein bisschen Arbeit. Ja, das wäre die erste große Tüte. Dann tun wir die ganzen Sachen da mal wieder rein. Ich freue mich wirklich tierisch darüber. Endlich mal wieder was zusammenbauen. Wäre diese Tüte gewesen. Dann tun wir die mal auf die Seite. Ja, hier die andere. Komm, wir machen die auch mal auf.
So, wie ich schon gesagt habe eben, hier dieser Frontwampe, ja. Das wäre das eine. Hier werden die Aufnahmen für die Reifen. Das sieht alles sehr schön aus. Ja, hier für das mittlere, für die mittlere Bremse, ja, also für die Bremse, die Teile. Okay, das sind natürlich jetzt keine Carbonbelege. Also für den Preis, ja. Also ich kann es euch ja sagen, ich habe jetzt für das Ding 139 Euro bezahlt. Ich wollte mir es eigentlich bei eBay kaufen. Und wie gesagt, ich wollte es ja erst diesen Monat tun. Habe aber dann Ende des letzten Monats mir das bestellt und wollte es bei eBay kaufen und gucke, auf einmal war dieser Bausatz nicht mehr da. Nur noch, was weiß ich, da gibt es ja verschiedene, wenn ihr bei eBay schaut. Da gibt es, sag ich mal, den Bausatz, da gibt es das Auto als Bausatz mit Motor dabei, da gibt es das Auto ready to run, ja, also komplett fertig. Da gibt es also verschiedene Ausbaustufen, ja, dann gibt es das Auto mit Sender und Empfänger und Motor und zum Zusammenbauen, habe ich alles schon gesehen. Das will ich ja alles eigentlich gar nicht, ich will das ja wirklich alles selbst zusammenbauen. Ja, das vorne, das ist die Lenkung. Das ist auch noch von der Lenkung und die Karo-Halter. Ja, das sind noch die Aufnahmen für die Querlenker. Ja, die Dinger kennen wir auch. Aber die Nase ist schon wieder so zu, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe jetzt hier kein Nasenspray. Außerdem ist das ja auch eine heikle Sache mit diesem Nasenspray, gell? Das darfst du ja nicht so oft nehmen. Da bist du ruckzuck von dem Zeug abhängig hier. Also ich habe eine Bekannte, die braucht das täglich, ja. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube, die braucht ein oder zwei Flaschen in der Woche von diesem Dreck. Ja, die spritzt da alle halbe bis Stunde, spritzt die sich das Zeug in die Nase, weil sie keine Luft kriegt. Also nur von mir hier aus mal, seid bloß vorsichtig mit diesem scheiß Nasenspray. Ja. Ich nehme das jetzt auch schon wieder ziemlich lange, ich glaube für fast anderthalb bis zwei Wochen. Also ich muss jetzt auch langsam wieder damit aufhören. Aber wenn ich jetzt wieder die ganze Zeit, wenn ich jetzt arbeiten gehe und bin draußen, sobald ich draußen an der frischen Luft bin, da ist die Nase auch frei. Da brauche ich das dann auch nicht mehr. Aber Leute, nur mal von hier aus, passt bloß auf mit diesem Nasenspray. Das Zeug ist, das ist die Hölle. Das macht die Nase frei, ja, aber ruckzuck ist man von dem Dreck abhängig. So, okay. Ja, hier ist noch die Platte. Ja. Die Chassisplatte. Ja, sieht nicht schlecht aus. Wäre schöner gewesen, denke ich mir mal, wenn sie dunkel gewesen wäre und nicht so hell. Ja. Auf der anderen Seite überlege ich mir, ich könnte sie natürlich auch lackieren. Aber ihr wisst ja selber, lackiert das gibt ja schon Kratzer ohne Ende. Ja. Das sieht nach zwei, drei Fahrten sowieso dann aus wie Arsch. Also kann man es auch so lassen. Das Einzige, was mir schon aufgefallen ist und was ich schon gesehen habe, es hat halt nicht diesen Spritzschutz hier an den Seiten. Ihr seht ja, hier sind ja auch noch so Schrauben. Also 1, 2, 3. Also das scheint das Ding nicht zu haben. Ja. Kommt natürlich, wenn man durchs Gelände fährt, auch extrem viel Dreck dann rein. Oder mehr Dreck. Aber wie ihr ja schon gesehen habt, bei meinem Kryptonite habe ich mir ja so welche aus Blech gemacht. Wenn das wirklich also extrem offen ist, werde ich mir da auch noch welche aus Blech ja, zurechtkanten, zurechtschneiden und mir hier ein paar Wannen an die Seite dran machen, damit ja,
damit nicht ganz so viel Dreck in die Karo fliegt oder ins Auto fliegt, sagen wir es mal so. Ja, dann holen wir nochmal gerade die Aufbauanleitung. Ja, was gibt es uns noch zu erzählen? Oh, das ist sogar eine richtige Tüte. Das mit dem Schlüssel hier, das finde ich schon mal super. Ja. Okay, für einen Anfänger, der noch, sage ich mal, jetzt nicht so ein Schlüssel hat man ja eigentlich, muss man ja haben für die Glühkerze. Ja. Aber ich finde, sowas ist nicht schlecht. Ja. Kann man auf alle Fälle mal gebrauchen. So, Bedienungsanleitung. So, da wäre das gute Stück. Also ich kann euch schon mal eins verraten. Wir werden das natürlich, wir werden es so bauen, laut Anleitung diesmal. Ich werde mal genau nach Anleitung vorgehen. Auf alle Fälle. Das Einzige, wo ich halt nochmal gucken muss, ob ich diverse Schrauben vielleicht durch Kreuzschlitzschrauben ersetze, bla bla bla. Also diverse Schrauben, wie zum Beispiel die, sage ich mal, die Bremse oder die Diffboxen oder was weiß ich hier unten, motortechnisch, ja, den Motor zum Beispiel festschrauben. Wenn das Imbusschrauben sein sollten, werde ich diese Schrauben, zumal wenn ich sie besitzen sollte, ja, auf alle Fälle in Kreuzschlitz nehmen. Weil, ganz ehrlich, von diesen scheiß Imbusschrauben halte ich generell gar nichts. Ihr wisst selber, ihr dreht das Zeug in den Kunststoff rein und das geht manchmal sehr schwer. Und wenn dann, ja, wenn das dann erstmal ein bisschen drin ist, ja, und ihr wollt die Schraube irgendwann nochmal rausmachen, ja, und euer Imbus ist vielleicht auch nicht so in Ordnung oder ihr habt nicht richtig angesetzt aus Versehen, ja, dann ist das von jetzt auf gleich in einer Sekunde ist diese Schraube kaputt und ihr habt ein derbes Problem. Also von hier aus kann ich euch nur einen guten Tipp geben, wenn es Schrauben sind, die auch mal geöffnet werden müssen, sprich, ihr habt es ja letztens bei mir gesehen, beim, ich weiß gar nicht, bei welchem Auto war es gewesen, ich glaube beim Overheater, oder? Nee, bei welchem Auto? Nee, hier beim Terrier. Ihr habt selber gesehen, wenn da Imbusschrauben drin sind, ja, und die sind doll, habt ihr keine Chance mehr. Dann könnt ihr hergehen, könnt die Schraube rausbohren und ihr wisst alle selber, was das für eine Scheiße ist. Also, ich bin auf alle Fälle da bei Kreuzschlitzschrauben bis jetzt noch nie so derb auf die Fresse gefallen wie bei Imbusschrauben. Also, ich finde Imbusschrauben grottig, ja. Auch hier die ganzen Verschraubungen, wenn ich diese ganzen Schrauben da hätte und in diesen Maßen, würde ich überall Kreuzschlitzschrauben nehmen. Wobei ich sagen muss, viele Modellbauer jetzt, Ansmann oder je nachdem auch HPI, sind ja auch schon ziemlich von diesen Imbusschrauben abgekommen. Ja? Also es werden sehr viele Kreuzschlitzschrauben verbaut. Finde ich einfach besser. Das 9 Plus Ultra wäre natürlich eine Torx-Schraube, die hält am allerbesten, ja, aber die kostet natürlich auch am allermeisten. Ja, also wie gesagt, wir werden strikt nach Aufbauanleitung dieses Auto zusammenbauen, ja, auf alle Fälle. Also hier sieht es dann erstmal so aus, dass wir erstmal die Differentiale zusammenbauen, ja, das wäre der erste Part. Dass wir dann die Querlenker an die Differentiale dran machen und die Radaufhängungen da dran bauen. Ja. Also wir werden das genauso machen, wie es auf der Anleitung auch ist. Ja, ja, also wie gesagt, also versprechen, wann kann ich euch das noch nicht, aber ich denke auf alle Fälle, dass diese Woche auf alle Fälle noch ein Video folgen wird, wie ich halt mit dieser Sache hier anfange. Gehe ich mal stark davon aus. Ich hatte es euch ja gesagt, trainieren ist ja momentan noch nicht. Ich kenne das selber, ich gehe schon jahrelang trainieren und aus Schaden wird man klug. Wenn es noch nicht richtig weg ist und du den Körper wieder belastest,
zu 60-70% kann ich sagen, geht der Schuss nach hinten los und ihr kriegt die Scheißgrippe gerade nochmal und ihr setzt noch länger mit dem Training aus. Also von hierher gebe ich da genau den Weg, den mein Arzt gesagt hat. Also diese Woche werde ich auf alle Fälle noch nicht trainieren gehen. Ich werde es ab nächster Woche wieder mal probieren. Und wie gesagt, so wie es aussieht, denke ich mal, dass diese Woche noch mal ein, zwei Videos bestimmt kommen werden. Denke ich mal. Und ansonsten halt am Wochenende, ja, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe. Wie gesagt, jetzt am Wochenende weiß ich halt noch nicht. Es kann sein, dass ich arbeiten muss. Letzte Woche hätte ich eigentlich Samstag, Sonntag arbeiten müssen. Da bin ich drum rumgekommen. Naja. Auf der anderen Seite wäre ich lieber arbeiten gegangen, kann ich euch sagen. Ja, da hätte ich wenigstens keine Erkältung gehabt. Wäre mir lieber gewesen. Aber naja, gut. Okay, diese Woche steht noch in den Sternen. Samstag muss ich auf alle Fälle ran. Ja, ob ich Sonntag diese Woche schaffen muss, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ja, das war's jetzt eigentlich. Erst einmal, ich packe jetzt hier den ganzen Kram ein bisschen weg. Zu meinem neuen Bausatz. Leute, ich freue mich tierisch, ohne Scheiß, auch wenn es sich nicht so anhört, ja. Aber echt. Und ich bin froh und freue mich, wenn das Teil fertig ist. Wie gesagt, ob ich mir diesen Monat natürlich noch einen Motor kaufe, weiß ich nicht. Ich habe es euch ja letztens schon erwähnt. Es stehen ein paar größere Sachen an. Ich fahre dieses Jahr auch wieder in Urlaub. Das ist das Erste. Wobei es nicht das Dramatischste ist. Das Dramatischste ist halt, ich will dieses Jahr auch noch mein Bad neu machen. Und dann die Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, die werden wissen, dass das nicht mit 1, 200 Euro gemacht ist, sondern dass das eine Menge Geld kostet. Ja. Und meine Frau sitzt mir da schon tierisch im Nacken, dass ich sie will unbedingt ein neues Bad. Ja, das nur mal dazu. Ja, ich muss mal gucken. Wie gesagt, das wird ja auch eine Zeit lang dauern, bis das Ding zusammengebaut ist. So viel Zeit wie früher habe ich ja nicht mehr ganz so, wenn es wirklich darauf rausläuft, dass ich das nur am Wochenende machen kann. Ja, dann wird es halt ein bisschen dauern. Dann kommt der Motor sowieso erst nächsten Monat. Ja, ist ja ganz klar. So, gut. Das von mir. Also Leute, auch wenn es sich noch nicht so anhört, aber ich freue mich tierisch über diesen Bausatz. Ich packe jetzt alles wieder in die Kiste. Und dann war es das von mir. Ich werde das Video, heute ist Dienstag, gell? Ja, also ich werde es versuchen, heute noch hochzuladen. Mal gucken. So, ja, wie gesagt, das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Kleines Unboxing. Ich habe euch natürlich jetzt nicht jedes Teil richtig zeigen können. Ich will auch nicht alles aus den Tüten holen. Ihr kennt die Teile selber, ja. Und ja, wie gesagt, das nächste Video wird auf alle Fälle folgen. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein. Euer RC Warlord. Macht's gut, ciao.